Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute Großes vor, denn hier vor der Kamera stehe nicht nur ich, sondern der neue VW Multivan in der Langversion. Und damit herzlich willkommen bei Autonotizen zu einem weiteren Video. Den VW Multivan in der neuen Generation habe ich euch ja vor einiger Zeit schon gezeigt. Da haben wir uns für die Ausstattungsvariante Live mit der Basismotorisierung entschieden. Und heute haben wir mal die andere Ende der Preisliste dabei. Das sieht man vor allem dann schon hier innen. Wir haben hier die siebensitzige Konfiguration mit zweifarbigem Leder und Sitzheizung auch im Vorn der zweiten Reihe auf diesen beiden Einzelsitzen. Da ist natürlich jetzt mal hier einiges drin, was die Aufpreisliste so hergibt. Hinten haben wir ja im neuen Multivan, ich klappe mal hier die Sitzlehne nach unten, dann seht ihr das vielleicht besser, drei Einzelsitze, also nicht mehr eine schwere, sperrige Rücksitzbank. Und die Sitze können längs hier auf den Schienen verschoben werden. Alle Sitze haben übrigens Isofix-Verankerungen, das heißt, ich könnte hier fünf kleine Kinder auf Kindersitzen transportieren. Und vor allem der Mittelplatz hier hinten ist natürlich auch durch eine fürstliche Beinfreiheit gesegnet, wie der Notausgangplatz in einem Flugzeug, den man sich gerne versucht zu ergattern auf Langstrecken. Dann kann man es hier bequem aushalten und man kann eben hier voll variabel auch dann die Sitze einzeln verstellen für mehr oder weniger Kofferraumvolumen. Diese Sitze hier können dann auch jetzt eben als Ablagetischchen zum Beispiel fungieren, aber die können noch mehr. Also nicht nur Schubladen und Staufächer drin, sondern ich kann sie auch herausnehmen. Und ich zeigte das ja schon beim Multivan Live. Prinzipiell, das ist jetzt aber nur im Stand möglich, kann ich den Sitz auch in diese Richtung jetzt hier ganz einfach. Ihr habt schon gesehen, wie ich den hochnehme und in die Schiene stelle. Die wiegen, ich glaube, dieser sitzt jetzt 29 Kilo, also auch wesentlich weniger als früher, kann ich den jetzt auch in dieser Position eben hier vis-à-vis dann nutzen. Aber das geht nur im Stand, denn wir sehen, der Sicherheitsgurt ist hier dran. Und bei den Sitzen, die ich euch neulich im Multivan Live zeigte, das ist dann eben eine Option, die ich bestelle, da haben wir dann integrierte Sicherheitsgurte, dass man auch während der Fahrt rückwärts gerichtet sitzen kann. Die Schienen, auf denen die sitzen hier, verstellbar und einrastbar sind, haben eine Stromführung. Das macht die Sitzheizung auf diesen Sitzen auch möglich. Außerdem ist eine kleine Batterie in den Sitzen, die dafür sorgt, dass auch die Gurtbelegungserkennung funktioniert. Also man weiß, wenn hinten jemand nicht angeschnallt ist. Das war ja beim Vorgänger nicht so und ist bei einigen Mitbewerbern auch nicht so. Jetzt kletter ich hier mal raus und schließe die elektrische Schiebetür. Zwei Schiebetüren sind serienmäßig in jedem Multivan. Die elektrische Funktion dann je nach Ausstattung optional. Und hier haben wir ein Auto in einer Zweifarblackierung stehen. Die kostet auch ordentlich Aufpreis. Ich vermute mal, dass in der Tat das Auto dann zweimal durch die Lackstraße geht und deswegen das dann so teuer ist. Oder man hat es einfach halt entschieden im Marketing. Eine Chromleiste sieht man jetzt vielleicht nicht so gut durch die weiße Unterhälfte der Karosserie. Spannt sich dann hier über die ganze Karosserielänge. Die ist Teil der Style-Ausstattung. Außerdem haben wir hier das IQ Light genannte Matrix-LED-Licht. Und das sieht man dann auch nachts daran, dass hier eine durchgehende LED-Lichtspange ist. Die Motorhaube, stärker abgesetzt von der Fahrgastzelle als beim Vorgänger, trägt eben den Motor darunter. Es gibt eben den 1,5 TSI mit 136 PS. Dann gibt es den Plug-in-Hybrid 1,4 TSI plus Elektromotor mit einer Systemleistung von 160 kW oder 218 PS. Erst im Jahr 2022 folgt der einzige Diesel im Modellprogramm mit 150 PS. Und hier haben wir die Top-Motorisierung, den 2 Liter TSI mit 150 kW, 204 PS. Und bei dem wollen wir heute mal schauen, wie viel spritziger fährt der als der Basismotor und hat er denn wirklich einen Verbrauchsnachteil. Ganz einfach machen wir es ihm nicht, denn wir haben nicht nur die Vollausstattung jetzt hier mit dabei, sondern auch die längere Variante. Es gibt zwei verschiedene Karosserielängen. Die Breite beträgt immer 1,94 Meter, damit ist er übrigens 4 cm breiter als der Vorgänger. Die Höhe 1,91 Meter, also deutlich flacher als der T61, der nur teilweise der Vorgänger ist. Das sage ich auch noch ganz kurz, denn den
alten Multivan in Anführungszeichen wird es weiterhin geben, als Allradvarianten zum Beispiel. Hier gibt es immer Frontantrieb. Der California baut auch auf der bisher bekannten Basis auf und die Transporter, die werden erst im Jahr 2024 abgelöst. Und dieses Auto hat eben ein neues Unterzeug und nutzt viele Elemente des MQB genannten Querbaukastens des Konzerns der Pkw-Schwestermarke. Also zurück zum Multivan. 4,97 Meter ist er eigentlich lang, die Standardvariante, damit übrigens länger als der Vorgänger. Und hier haben wir den längeren, deswegen auch schwereren Multivan in der L2 genannten Langversion. Die ist dann einfach hier hinten 20 cm länger als der Vorgänger. Der hört dann also, als der kurze, Entschuldigung, der hört also dann hier auf. Der Radstand beträgt bei beiden 3,12 Meter. Das heißt, mit der Sitzkonfiguration und dem Platz im Innenraum haben wir auch bei beiden die gleiche Raumfülle, aber die Langversion hat dann zwei Vorteile, dass zum einen die Sitzschienen ein bisschen länger sind, also ich kann die Längenposition weiter verstellen und ich habe dann natürlich vor allem bei ganz zurückgestellten Rücksitzen einen größeren Minimalgepäckraum. Wenn ich alles ausräume, dann passen hier über 4000 Liter rein. Dann kann man natürlich den Multivan auch ganz bequem als Spontantransporter nutzen. Wir sehen hier diese Hutablage, die kann ich zum einen hier einrasten lassen, dass ich hier höher laden kann. Ich kann sie aber auch als Ablage verwenden und dann hier mit 20 Kilo dieses Brett belasten. Ich kann sie aber auch ganz rausnehmen, wenn ich möchte, und dann Sitze vorschieben, umklappen, herausnehmen, wie auch immer. Wir haben Haken hier an den Seiten für Einkaufstaschen zum Aufhängen. Und auch eine herausnehmbare Leuchte, die gleichzeitig als Kofferraumbeleuchtung dann funktioniert, aber dann eben auch als Taschenlampe verwendet werden kann, wenn man irgendwie im Dunkeln was sucht. Und dann raste ich die hier wieder ein. Dann lege ich die Klappe wieder drauf und wir schließen die elektrische Heckklappe und schauen uns mal an, was dieser Testwagen im Cockpit so zu bieten hat. Für 4.000 Euro kaufen sich manche Leute einen Gebrauchtwagen, andere wiederum bestellen die volle Option hier in Sachen Fahrerhaussitze mit zweifarbigem Leder, Heizung und Lüftung. Das erkennen wir an der Perforation hier. Außerdem sehen wir dann hier an den Tasten unten eine elektrische Verstellung. Und der Fahrersitz ist auch noch mit einer Massagefunktion ausgestattet. Und dann kann man da diesen Betrag dafür ausgeben. Leider hat nur der Fahrersitz die Massage, der Beifahrer nicht und auch nur ein Massageprogramm, also nicht verschiedene Programme zum Durchschalten. Außerdem haben wir dann eine manuell in der Länge einstellbare Oberschenkelauflage, hochklappbare Armlehnen und eine Mittelkonsole. Die dient jetzt hier als Becherhalter und Ablagefach. Ich kann die aber auch, das habe ich im Multivan Live Video gezeigt, nach hinten schieben. Und wenn sie dann hinten ist, ich zeige es nur so, bitte nicht während der Fahrt machen, kann man sie dann auch nach oben ziehen und Tische ausklappen. Gut, da könnte man jetzt hier, nö, es gibt keinen Einsatzbereich während der Fahrt, wo das jetzt praktikabel ist, sollte man also nicht tun, sondern es ist dann der Multifunktionstisch für hinten und das kostet wie vieles hier im Auto Aufpreis. Gratis kann man hier vorne durchlaufen, wenn man möchte, zwischen Fahrer- und Beifahrertür, denn wir haben keinen Mitteltunnel und keine durchgehende Mittelkonsole. Ausklappen kann man hier einen Becherhalter. Es stört kein Getriebe, denn wir haben hier ein Shift-by-Wire 7-Gang DSG. DSG ist serienmäßig in allen Motorvarianten mit 6 oder 7 Gängen. Und dann habe ich hier diesen kleinen Knubbel in der Armaturentafel, um die Fahrstufe einzulegen. Voll digital geht es dann hierzu, denn der Multivan übernimmt den Elektronikbaukasten der MQB Evo-Fahrzeuge. Das heißt, hier haben wir im Prinzip die Golf-Landschaft, das 10-Zoll-Display ist immer serienmäßig. Dann kann man eine Navigationsfunktion dazu buchen, auch nachträglich übrigens. Und hier dann als größte Option das Discover Pro genannte System. App Connect ist immer mit dabei, also Apple CarPlay und Android Auto. Und so sieht die Navigationskarte aus. Dann habe ich jetzt hier die letzten Ziele. Klicke ich hier auf Karte. Mittlerweile funktioniert auch die Flüssigkeit der Umsetzung von Befehlen mit dem Fingerdruck auf die Anzeige ganz gut. Aber es ändert nichts daran, dass die Bedienung trotzdem noch ein bisschen arg verworren ist. Zum Beispiel gibt es den Slider für die Audiolautstärke oder auch hier für die Temperatur. Und um Sitzheizung an- und auszuschalten, muss man dann hier mit zwei Fingern draufdrücken. Das ist dann immer ein bisschen zeitverzögert. Oder ich klicke dann
hier auf den Touchscreen, kommt dann ins Klimamenü und kann das dann hier auch ansteuern. Das Klimamenü kann ich dann auch hier über eins dieser vier Felder direkt eben aktivieren und deaktivieren. Außerdem kann ich die Fahrassistenten hier ein- und ausschalten. Da haben wir den Totwinkelwarner, den Frontkollisionswarner und die Verkehrszeichenerkennung. Der Travel Assist zieht erstmals ein in den Multivan, der dann eben auch anhand von Verkehrszeichenerkennung und Navidaten Geschwindigkeit übernimmt und dann damit teilautomatisiertes Fahren möglich macht. Das schauen wir uns nachher mal an. Außerdem kann man dann hier das Parkmenü ansteuern. Da haben wir dann die, je nach Ausstattung, Rückfahrkamera oder Rundumsichtkamera und sehen wir hier gerade, dauert ein bisschen, oder an Parklenkassistenten, der dann auch das Auto automatisch hineinzirkelt und, wenn vorhanden, die Einstellung der Fahrprofile bis hin zur individuellen Konfiguration mit dem optionalen DCC, was ich jetzt immer mal so Richtung Komfort stellen würde, passt dann besser zum Auto. Die elektrischen Schiebetüren kann ich übrigens auch hier auf Knopfdruck vom Fahrer bedienen. Eben sehen wir jetzt hier, wie das Farbschema sich ändert von blau auf gelb. Das haben wir eingestellt eben hier im Individualmodus. Das Ambientelicht kann ich jetzt hier in verschiedenen Hauptebenen auch ansteuern oder ich kann mich hier komplett austicken, indem ich hier individuell Farbwelten, Helligkeiten und so einstelle. Also wenn man am Wochenende langweilig ist, kommt nichts im Fernsehen oder er hat alle Autonotizen geschaut, macht dann einfach das. Wenn er dann noch nicht fertig ist mit Displayglotzen, macht das hinterm Lenkrad. Da gibt es auch voll digitale Instrumente in zwei verschiedenen Ausstattungsstufen, eben auch je nach Modellvariante. Hier haben wir die größere Variante. Das kennen wir alles mit dem Multifunktionslenkrad. Kann ich dann hier über die View-Taste mir das Grundlayout einstellen. Ich gehe mal wieder zurück zu den Rundinstrumenten und dann kann man hier durch Rechts- oder Linksklick dann auch sagen, ich möchte jetzt hier zum Beispiel die Fahrassistenten drin haben und sich das dann hier bunter und mund konfigurieren. Das Smartphone lädt derweil induktiv hier unten in so einer Ablageschale, die finde ich ganz gut erreichbar und trotzdem ist das Smartphone gut weggeräumt. Hier haben wir den Schalter für die elektrische Parkbremse mit der Auto-Hold-Funktion und es gibt natürlich nach wie vor einen Start-Stopp-Knopf für den Motor. Den drücke ich gleich und dann starten wir zur Probefahrt. Schauen aber erst noch kurz hier oben im Cockpit uns um. Hier in diesem Testauto haben wir das optionale Harman Kardon Soundsystem, deswegen ist kein Ablagefach hier, sondern der große Center Speaker. Außerdem ist ein Head-Up-Display hier eingebaut. Sehen wir da hinten das Loch. Die Anzeige wird direkt auf die Windschutzscheibe gespiegelt. Dann gibt es hier ein kleines Ablagefach hinter dem Holzfurnier und dann haben wir auch hier ein Handschuhfach. Ist jetzt so von der Größe, seht ihr schon, Warnweste, Fahrzeugpapiere. Ja, es ist nicht allzu groß, aber man kann auch viel in die Türverkleidung reinpacken. Da gibt es dann zwei Ebenen mit Ablagefächern, also sollte man schon hier ordentlich Stauraum finden für sein Hab und Gut. Und damit komme ich natürlich jetzt in Fahrt und ihr kommt mit. Die Auslegung als reiner PKW sorgt auch dafür, dass keine Transporter-Hinterachskonstruktion hohe Lasten aushalten muss, sorgt für deutlich mehr Komfort. Eben sitzt Kameramann Andi ganz hinten und das Kamerabild wackelt also deutlich weniger, als wenn man jetzt in einem T61 hinten sitzen würde. Das ist schon ein deutlicher Gewinn, auch ohne das DCC-Fahrwerk, das natürlich jetzt hier für noch mehr Flauschigkeit sorgt. Aber wir hatten ja im Multivan Live-Video auch die Variante ohne optionales DCC eben gezeigt. Der Verbrauch des 2 Liter TSI ist natürlich über dem eines vergleichbaren Dieselmotors, aber ich hätte dann doch mit ein bisschen mehr gerechnet, wenn man so durch Ortschaften und Landstraßen fährt, noch ohne Autobahneskapade, die wir uns nachher mal ansehen, dann liegt der Verbrauch so bei um die 10 Liter auf 100 Kilometer und damit liegt er nicht höher als der kleinere 1,5er, der sich eben deutlicher anstrengen muss. Beide Motoren sind aber in keinster Weise elektrifiziert, das heißt, die haben ja keinen Mild-Hybrid-Antrieb. Und während der 1,5 TSI eine Zylinderabschaltung hat, haben wir hier auch nicht mal das in Anführungszeichen. Wer also elektrifiziert Multivan fahren will, der nimmt dann den Plug-in-Hybrid oder wartet dann bis 2022 der ID.Buzz auf den Markt kommt, der dann die vollelektrische Möglichkeit wird, einen Van oder auch einen Transporter dann von Volkswagen-Nutzfahrzeuge zu fahren. Thank you.
So ein großes Auto ist auch mit dem Benzinmotor mangels Dieselalternative vielleicht auch eine Wahl für Menschen, die den Multivan auf der Langstrecke fahren. Deswegen fahren wir jetzt auch mal mit dem Testwagen auf die Autobahn, schauen, was dann der Verbrauch laut Bordcomputer so ist. Und natürlich wollen wir auch die Fahrassistenz, nämlich den Travel Assist, ausprobieren. Wir sind hier an einem Samstagvormittag im Großraum Frankfurt unterwegs. Tempolimit ist keins hier auf der Autobahn, aber natürlich ein bisschen Verkehr. Jetzt geben wir dem Multivan aber mal die Sporen. 160, 175, also er beschleunigt auch in den höheren Geschwindigkeitsbereichen anständig hoch. Wir müssen jetzt wieder ein bisschen abbremsen aufgrund von Verkehr. Geben jetzt hier bei 160, gebe ich nochmal Gas. Dann schrauben wir uns dann schon hier an die Richtung 200 km/h Marke hin. 198, 200. Natürlich steigt dann der Momentanverbrauch eklatant an in der Durchschnittsverbrauch. So Rasen liegt jetzt ja auch nicht in der Natur des Autos. Wir haben hier den Komfortmodus jetzt eingestellt, also das DCC, was hier im Testwagen drin ist, auf die komfortable Position dann mitgestellt. Das ist ein angenehmer Federungskomfort. Und wenn wir jetzt hier mal mit dem Verkehr ein bisschen mitschwimmen, dann sinkt der Verbrauch natürlich auch so im Schnitt. Bei langen Autobahnfahrten sind es dann aber schon 12, 13 Liter super je 100 Kilometer im Benziner in einem großen Auto. Jetzt ist der Travel Assist aktiviert, das heißt, das Auto hält die eingestellte Geschwindigkeit, die ich dann auch natürlich erhöhen kann. Wir sehen jetzt hier im Rundinstrument die 10 km/h Schritte, mit denen ich das Tempo erhöhe. Das Auto beschleunigt jetzt aber nicht. Warum? Wir haben vor uns einen langsameren Verkehrsteilnehmer. Ich kann jetzt hier den Abstand auch über die Multifunktionstaste im Lenkrad entsprechend variieren. Und dann wird auch bei Bedarf wieder ein bisschen aufgeschlossen. Jetzt zum Beispiel wird Gas gegeben. Das Auto vor uns verlässt jetzt die Fahrspur. Jetzt beschleunigt der Travel Assist automatisiert auf die von mir eingestellte Geschwindigkeit von 140 km/h. Überholt dabei aber nicht rechts das Auto links neben uns, wobei der jetzt auch Gas gibt. So, und jetzt kann man dann eben hier schön vor sich hin schnurren. Die Spur wird gehalten, wobei er schon relativ weit Richtung Spurrand fährt. Schöner wäre, also wenn er noch genau in der Mitte bleibt. Aber das ist hier, wie oft auch schon von mir gezeigt, eine gute Unterstützung auf langen Strecken. Jetzt würde ich sagen, ich nutze den Travel Assist und fahre entspannt in Richtung Fazit. Er ist ein großes Schiff, der neue Multivan, vor allem in der Langversion. Und es bedeutet auch Reisen erster Klasse zu erste Klasse Ticketpreisen. Wer die 20 cm mehr Länge am Heck haben will, der muss im Vergleich zur kürzeren Version knapp 1.900 € Aufpreis investieren. Klingt viel, ist aber ein Klacks zu den Preisen, wenn man sich dann hier das Auto so zusammenstellt wie unseren Testwagen. Der lange Multivan Style mit dem 2 Liter TSI kostet ein bisschen über 62.800 €. Den kleinen Benziner gibt es im Style übrigens gar nicht. Der Testwagen hier hat fast alles drin,
was die Preisliste so hergibt. Und dann steht hier ein Listenpreis von ein bisschen über 86.000 Euro. Pause, durchatmen. Ja, viel Geld, ihr stimmt mir bestimmt zu. Und damit liegt er auf dem Preisniveau der Mercedes-Benz V-Klasse und auch auf dem Niveau des Vorgängers. Allerdings hat er im Vergleich zu ihm dann schon einige neue Hightech-Extras, die lieferbar sind. Zum Beispiel die Matrix-LED-Scheinwerfer, den Travel Assist, der auf der Autobahn eine Hilfe ist. Und auch viele neue Komfort-Extras oder praktische Extras wie diesen Multifunktionstisch als Mittelkonsole. Also ein gut durchdachtes Auto. Ob er denn so kultig wird wie der Vorgänger oder die Vorgänger, das kann nur die Zeit zeigen. Wir konnten euch heute das Auto zeigen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wenn ihr mehr zum Multivan wissen wollt, schaut das Video zum Multivan live und besucht autonotizen.de. Das verlinke ich wie immer unten. Danke an den Andi fürs Filmen und bis zum nächsten Mal hier auf diesem Kanal. Ciao.